Liebe Marc Schwabner, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal der Zukunft Marc Schwaben zur Bürgermeisterwahl am 9. Juni. Heute mit einem ehemaligen Schulfreund von Ronny Schreib und gleichzeitig Vizepräsident von Okrad Germany. Was das ist, werden wir gleich erfahren. Ich freue mich aufs Gespräch mit Olli Walter. So. Und schon ist er da, der Olli. Servus Olli, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir ein bisschen zu sprechen. Gerne. Jetzt habe ich es gerade im Intro schon gesagt. Okrad Germany. Was können sich die Leute da draußen drunter vorstellen? Ja, Okrad Germany ist die Abkürzung für Obstacle Course Racing Association. Das ist im Prinzip der deutsche Verband für Extremhindernislauf. Okay. Im ersten Moment wird sich da jetzt auch weniger einer drunter was vorstellen können, aber man kennt es so ein bisschen aus dem Fernsehen, RTL Ninja Warrior. Das Ganze nur mit Laufen zwischendrin und durch den Matsch auf die Berge, durch die Seen mit Gewichten. Also alles so ein bisschen außerhalb der Komfortzone und das ist tatsächlich eine Trendsportart und da bin ich involviert. Ja, nicht schlecht. Also du bist da quasi Vizepräsident, aber auch in der Matsche selbst aktiv sozusagen, selbstverständlich, oder? Weil man muss ja wissen, wo man herkommt und was man da machen muss. Das sollte man schon selber in der Matsche gewesen sein. Ja, Respekt. Jetzt kennst du ja einen Ronny nicht aus der Matsche, sondern du kennst einen Ronny seit der Schulzeit. Richtig, genau. Erzähl mal ein bisschen. Er war in deiner Parallelklasse, hast du vorhin gesagt. Genau, richtig. Was also wir sind so ungefähr das gleiche Baujahr, haben die Schulen miteinander gemacht. Mhm. Aber das ist natürlich schon eine Zeit lang her. In erster Linie kenne ich ihn natürlich vom Tennis. Er ist ein Mannschaftskollege von mir. Und da habe ich den meisten Bezugspunkt mit Ronny. Ja, cool, super. Ja. Tennis ist ja bei Ronny auch ein großes Thema, ist ja da im Jugendbereich auch sehr aktiv. Wie ist denn der Ronny so auf dem Tennisplatz? Ist er eher so der Teamplayer oder eher ein bisschen der Einzelplayer? Ja, der Ronny ist ein Kämpfer. Also er hat jetzt vielleicht nicht den schnellsten Aufschlag und die beste Technik, aber er gibt keinen Ball verloren und man muss immer mit dem Ronny rechnen. Er ist wieselflink und er hängt sich mal total rein, so kenne ich ihn. Cool. Was sind denn so Eigenschaften vom Ronny, die du an ihm schätzt? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also unterschätze sie nicht. Mhm. Wenn du denkst, gerade beim Tennis, du hast den Punkt gemacht, dann wart wirklich, ob der Ronny noch hinkommt an den Ball oder nicht. Das ist so eine, cool. Eine Eigenschaft von ihm und das ist ähnlich wie in meiner Sportart. Da hat man ja auch genügend Obstacles und Hindernisse zu überwinden und so schätze ich den Ronny auch ein. Also beim Tennis unterschätze sie nie. Okay, cool, interessant. Jetzt ist ja der Ronny schon jahrelang in der Kommunalpolitik auch sehr aktiv und stellt sich ja auch für die Zukunft Marc Schwaben am 9. Juni zur Wahl auf. Drücken wir ihm natürlich die Daumen. Richtig, ja. Wie siehst du denn Verbindungen zu seinem sportlichen Charakter, was er eventuell auch in die Kommunalpolitik mit übernehmen kann? Ja, ich meine, der Ronny, ich meine, vom Charakter her habe ich ihn halt kennengelernt, wie ich vorhin schon gesagt habe, er ist ein Kämpfer und er ist zielstrebig. Mhm. Und dadurch, dass er so lange schon in Marc Schwaben ist, glaube ich, kennt er den Ort aus dem FF und weiß ganz genau, wo es hier mangelt und wo aber auch die Stärken von Marc Schwaben sind. Und aus dem Grund kann ich mir den Ronny wunderbar als Bürgermeister vorstellen, weil es halt wirklich einer von uns ist, einer, der die komplette Geschichte in den letzten Jahrzehnten mitgemacht hat. Und das ist der klare Vorteil, den Ronny hat. So, das ist einmal ein Bewerbungsschreiben, würde ich sagen, oder? Olli, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Wir zwei hüpfen jetzt einmal in den Sumpf rein und du zeigst mir mal, wie das geht. Und wir sagen, Ronny Schreibwellen am 9. Juni. Wir freuen uns auf die Bürgermeisterwahl und bis zum nächsten Video. So, bitte nach dir. Oh Gott. Don't stop believing.